Hier ist wieder der Planeplauner mit einer nagelneuen Let's Play-Folge. Heute mit dem 1970er Honda S800. Eine kleine Legende im Motorsport und so. Aber was fange ich schon mal mit den technischen Daten schnell an? Wir haben einen 0,8 Liter Vierzylinder-Motor, also 0,8 Liter Hubraum, also sehr wenig, weniger als ein Liter Hubraum. Der leistet 67,2 PS, also umgerechnet 49 kW. Hat einen Drehmoment von maximal 68,6 Newtonmeter, wiegt nur zarte 740 Kilogramm, 740 Kilo, und seine Beschleunigung von 0 auf 100 schafft er in 13,7 Sekunden und seine Topspeed liegt bei 160 km/h. Was gibt es ein paar Sidefacts zu dem Wagen? Es war nicht der allererste PKW von Honda gewesen. Der allererste PKW von Honda war der S360 Prototyp, also das noch ältere Modell. Das ist ein Prototyp gewesen, der nannte sich S360 wegen dem Hubraum. S für Sport und die 360 stand für den Hubraum. Und das war der allererste PKW. Da gibt es auch einige Anekdoten zu dem Wagen, aber ein paar Anekdoten, wie zum Beispiel, ich zitiere hier aus Wikipedia. Im Zusammenhang mit dem Motor gab es eine kuriose Begebenheit. Nachdem Honda angab, dass das Triebwerk wegen seiner nadelgeladenen Kurbelwelle ohne weiteres einer Drehzahl von 10.000 Umdrehungen standhalte, testete die Technische Hochschule Braunschweig dies auf ihrem Prüfstand. Man erhöhte nach und nach die Drehzahl, bis es bei 12.000 Umdrehungen in der Minute, ja, bei 12.000, einen lauten Knall gab. Es hatte allerdings nicht etwa den Motor zerlegt, sondern den Prüfstand. So jedenfalls wird es überliefert. Unbestritten ist die enorme Drehzahlfähigkeit des Motors, die seinerzeit ohnesgleichen war. Also statt Pleuellager oder so war der Motor nadelgelagert. An jeder Ecke gab es Nadellager, fast an jeder Ecke. Und Kurbelwelle und Pleuellager waren nadelgelagert. Und das war ein von den Gründen, weil es muss ja nur in einer Richtung gehen alles. Und das ist das Motörchen, Vierfachvergaser, der uns hier den Spaß bringt und es sogar in der Wirklichkeit sogar 12.000 Umdrehungen hinkriegt. Also, der hier einen Prüfstand zerlegt hatte. Meine Güte, ich frage mich, wie viel ein Prüfstand kostet, der sich da neu kostet, wenn sie den zerlegt haben. Also, das hat Geld gekostet zu D-Mark-Zeiten. Aber der Wagen hat auch sehr viele Siege in der bis 1000 Kubikzentimeter Klasse gehabt. Auch wenn sie mit einem Nachteil fuhren, die hatten am wenigsten Hubraum. Und trotzdem haben sie viele Rennen damit gewonnen. Wie bei, also hier im Motorsport, so zum Beispiel jetzt hier. 6. September 1964 beim 500 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring. Ja, und das haben sie auf dem Nürburgring sehr oft bewiesen. Und so haben sie auch geschafft. Also am Fahrwerk blieb es ja konventionell, aber der Motor ist eigentlich im Grunde genommen ein Motorradmotor, der hier um 45 Grad gekippt ist. Jetzt habe ich wieder meine 45 Grad gekippt ist und ich gucke mal. Ja. Also das habe ich soweit mal gelesen gehabt, 45 Grad gekippt. Dadurch kann man den Wagen noch viel, viel flacher bauen und das ergibt sich daraus und... Ja, und diese Hutze ist ja nicht irgendwo da, die ist ja von Gaza, dass der Motor noch drunter Platz hat. Und durch dieses leicht gekippte ist der Motor noch flacher zu bauen gewesen und im Grunde genommen ist es ein Motorradmotor. Und ja, ein Motorradmotor treibt den Wagen hier an, also anders als jeder andere Sportwagen. Und es steht für Sportwagen und die 800 steht für Hubraum. Und da gibt es noch einige andere Besonderheiten. Erstens war da gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen wie den Austin Sprite, glaube ich, den wir auch hier drin haben, ist er deutlich schneller und überlegener gewesen gegenüber dem Austin Sprite und cooler. Aber Fahrwerk blieb es ja so fast konventionell gewesen, also aber motortechnisch war es eine große Besonderheit bei dem Wagen. Und ja, da war eine große Besonderheit. Und sonst war Honda dafür bekannt, nur Motorräder zu bauen. Und bevor ich jetzt weiter quatsche, gehen wir jetzt
zur Teststreckenrunde, weil Honda hat so viele hat fast nur Motorräder nur verbaut gehabt. Und das waren deren erste PKW, auch wenn ich auf der Honda-Seite war und die sagen, das war der T360, der erste PKW, war das eher ein LKW statt ein PKW. Hier wird eher über den Honda S360, also über einen Prototyp gesprochen. Das war der allererste PKW von Honda. Der allererste Serien-PKW, also war der S500. Dadurch hat der Wagen aber ein paar Klischees sogar damit streichen können. Japanische Autos sind, also was gegenüber von japanischen Autos sind, von der Verarbeitung und Dings her, ja. Also die konnten quasi sich so viel Respekt verschaffen, dass das über japanische Autos nicht mehr schlecht geredet wird, sondern gut geredet wird. Die Autos sind sehr, sehr selten in Deutschland, also man sieht sie kaum. Jetzt testen seit letzter Zeit ist hier ein anderer Bug bei Forza-Reisen. Ja. Das ist die Telemetrie. Jedes Mal erkennt er meinen Lenker gar nicht mehr. Und das ist es. Meine. Und die Leistung wurde überdreht. Und die hält er sogar. Wenn man guckt, je höher ich den Wagen drehe, desto mehr Leistung kommt und die Helder sogar. Und ich bin jetzt mal gespannt, der Wagen hat Heckantrieb. Ich würde mir mal spannend, wie der sich jetzt hier fährt. Kann er sogar mit den anderen Autos hier locker mithalten? Wir haben hier als sogenannte US-Modell, also so ein bisschen mehr Leistung, weiß nicht, Unterschied ist ein paar kW mehr, hat er wirklich auch Heckantrieb, aber von Anzahl von Gängen erwarte ich gerade auch nichts. Jetzt bin ich mal still. Wir haben doch Glocken. Ja, wir haben ein Viergang.
Farbe. Okay. So ein bisschen Charisma, diese Fahrt jetzt das Wagen, was man hier merkt, es ist irgendwie sehr hopsig. Also er tut extrem stark untersteuern. Ziemlich untersteuern. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also das Fahrwerk ist sehr hart abgeschnitten. Eigentlich zu hart, es ist sehr hopsig. Oder hoppelt. Ich weiß jetzt nicht, ja, aber es kommt immer noch Fahrwerk zum Stück. Ich glaube, wenn man das Fahrwerk muss deutlich weicher, weil der Wagen hat so wenig Gewicht, dann ist das so hopsig hier auf der Ader. Egal wie, der Wagen ist sehr hoppelig. So hoppelig hatte ich jetzt bislang noch keinen Wagen gehabt. Das hat das Fahrwerk immer so bei den meisten Fahrzeugen passt. Aber der ist schon deutlich hopseliger. Und jetzt schauen wir mal. Aber ich hoppel mir bei manchen Unebenheiten zu lang herum. Jetzt ist er wieder total am Untersteuern. Mal ist er am Übersteuern, meistens Untersteuern. Also ich weiß es nicht, er ist vom Fahren nicht so. Er macht aber richtig Spaß beim Fahren. Also er geht richtig gut in die Kurven rein. Also für sein Alter, ab 70ern, eigentlich ist es ein Auto aus den 60ern, aber er geht richtig gut in die Kurven rein. Und er macht richtig Spaß. Der Motor hat ordentlich Durchzug. Also das muss ich jetzt mal sagen. Dieser Motor hat ordentlich Durchzug. Also dass viele andere Fahrzeuge in dem Alter haben so einen starken Motor. Das merke ich hier regelmäßig. Das ist schon fast zu der Zeit, als er rauskam, war da schon Sportwagen. Also da konntest du sogar mit Porsche 356er konnte das sogar mithalten. Da bin ich jetzt erstaunt. Man tut sich hier ein bisschen schwer auf Bergauf, aber vom Gewicht und von der Motorleistung her, der Motor mit ihm wenig Probleme vorwärts zu schieben. Weil er schön kam, bergauf geht auch ordentlich zur Sache. So, aber es ist trotzdem, upsala, es ist irgendwie eine hoppelige Angelegenheit. Man hoppelt mir zu sehr. So hoppelig in die Ecke. Das ist schon interessant. Ja, trotzdem lässt sich schön sicher fahren und er macht richtig Spaß. Also es tut dem Spaß ja keinen Abbruch, aber diese Hoppeligkeit, das ist so ein bisschen. Und wir fahren ja auch die schlechtesten Rad, die es je gibt für diesen Wagen. Also da bin ich schon auch platt. Da macht richtig, richtig Spaß. Und wir haben 52 kW. Aber oder hopselt hier um jede Bodenwelle, hoppelt er. Also kommen wir bei einem Hasen vor, statt bei einem. Gut, hoppelig. Es gibt eine Testfahrt, heute zur Heulenzeit würde man das Fahrwerk als sehr hoppelig nehmen, weil sehr straff abgestimmt. Das ist sehr straff abgestimmt, ist da da. Merke ich in jeder Fahrweise und eben mal in Kurve, dass er wirklich hier nur am Rumpfhoppeln ist. Also, ich bin hier fast dafür, das Fahrwerk sogar weicher zu machen, aber ob das auch bringt, ich weiß nicht. Ich will ja jetzt auch nur in Serie fahren. Darum ist die Fahrweise so ein bisschen hoppelig bei dem hier. Ziemlich hoppelt. So. Ich bin jetzt froh, wenn ich hier die hoppelige Fahrt hier putze in der Arme.
So, jetzt Kurve. Und es muss auch ordentlich. Und der Motor zieht richtig gut an. Also, dass er, je höher die Drehzahl, desto mehr Spaß macht er. Besonders aufgrund seiner hohen Drehzahl. Und das ist ein DOHC-Motor, also hat zwei oben geblockt. Und da fängt ja der Spaß noch mehr an, schon bei den Motorrädern auch noch spaßiger zu werden. Und sein, es gab sogar Nachfolger nach S, Honda S800 kam danach folgen hieß Honda S2000. Und das ist das eigene Nachfolger zu dem hier, der Honda S2000. Und da ist auch der auch sehr hoch. Von S2000 auch, aber nicht so extrem. So, ich habe mindestens 20 Minuten, weil der Wagen nicht der schnellste ist, verbracht. Locker auf der Teststreckenrunde. Und es waren 2 Minuten 18, konnte ich gerade noch lesen. Irgendwas mit 2 Minuten 18. 3 Minuten 18. 3 Minuten. Ich hab's nicht richtig hingekommen, ich mach's jetzt mit Minuten Zeit nochmal. Ja, da war ich ja so langsam. Da brauchen wir doch eher Mini-Kolossus. Ja. Wir nehmen den hier. Der ist ja wieder Kolossus von der Strecke her, aber deutlich kürzer. Da werden wir den Topspeed mäßig nicht quälen müssen. Und da gehört ein Kult-Cars, also Kult-Auto. Ja. Jetzt. Und hat Heckantrieb. Sehr interessant. Also ich hatte das Gefühl, er hätte Frontantrieb, aber hat wirklich nur Heckantrieb. Also das ist ein bisschen... Aber das Fahrwerk ist sehr, sehr hopselig. Also er hoppelt über jeder Boot. Aber es kann eher von seinem sehr geringen Fahrzeuggewicht. Und jetzt schauen wir mal, wie er jetzt hier auf Fleck kommt. Kaum ich bin, komm auf Fleck. Oh, jetzt geht's gleich bei da, dann kann man gleich eine Topspeed voll ausschöpfen. Ein Supervan. Der Supervan kippt um und ich komme noch drüber. So, 160 haben wir gepackt schon. 170 packen wir also von der Getriebeübersetzung, können wir sogar schneller. Ich glaube 180, 190 da drin, aber... Aber das war jetzt wieder dieses Übersteuern gewesen. Ja, man hat das GP-Handout von... Unter, dieses Untersteuern, das GP-Handout wird immer kleiner, tut jetzt gleich Übersteuern. Da macht er ja gar nichts, dann tut er fast die ganze Zeit Untersteuern. Untersteuern des Todes, meine Güte. Hier auf Nassen ist es sogar noch schlimmer. So. Aber es wird jetzt mal was ausprobieren, da gehe ich gleich ins Tuning mal rein. Ich habe noch nicht geguckt, aber es will zumindest. Boah, was auch. Also ich habe jetzt bislang keine Form jetzt richtig gekriegt, weil er total untersteuert ist. Aber so extrem schlimm. Also ich will jetzt nur sagen, so eigentlich kommen wir zum untersteuern Fahrzeug und jetzt tut er übersteuern. Jetzt macht er das, was er eigentlich sollte. Und bleibt immer noch im dritten Gang. Aber dieses Untersteuern, das ist wirklich nervig. So, jetzt lassen wir den Motor wieder seine Drehzahl zu. Und dann gehen wir jetzt nach dem Rennen hier mal kurz ins Tuning. Fahren nochmal den großen Kursus. Da wäre ich auch mal gespannt, was man so aus dem Motor rauskriegen kann. Und ob das Fahrwerk auch noch so hoppelig ist. Sodass du jetzt nur die Nockenwelle rein. Und
jetzt lasse ich den Rest. Ja. Bin ich mal gespannt. Alter, ist schon hier. Also in dem Bereich ist er wirklich schneller. Das merkt man ja deutlich schneller als die zwei. Testen wir mal, wie hoch der Motor dreht. Bei uns kann ja nichts auseinanderfliegen. Wir sind schneller als eine Ente und schneller als ein VW-Käfer Buggy. Also gerade hat er was zu sagen, der von Leistung, oder? Also, wenn ich der Klasse was fahren muss, dann ist es nur noch der S-Abkommen, wenn der hier schneller ist. So, schnell durchziehen und gehen wir mal schnell ins Juli rein. Ich will mal schauen, was kann der Wagen, wenn man die dreht, oder was kann man da noch ändern? Weil der Motor, der könnte noch höher drehen vom Gefühl her, er könnte richtig hoch drehen, also extremst hoch zum Festival, und schauen wir mal, was wir machen können. Das interessiert mich doch, da dauert die Folge etwas länger und ich sehe ein bisschen Tuning. Außer bei den Dingsfolgen. So, was können wir machen? Wir können andere Motoren einbauen. Ein 2 Liter, ein Motorradmotor wäre sogar keine schlechte Idee, wenn wir immer noch beim Motorradmotor oder den Turbo Rally. Aber es wird mal sagen, wir planen beim Originalmotor, das war ja der eigentliche Plan, wir können den auf A-Rad umbauen. Wäre auch nicht schlecht, weil da ist ja mit Allrad Motorradmotor oder ein Turbo und Kompressor. Wir laden den aber auch nicht auf. So, was können wir äußerlich machen? Ja. Oder, ja. Also, da sind noch mehr Witze dabei. So, wir haben ja die schlechtesten Reifen. Und zumindest der Leistung mal gerecht werden, was wir jetzt gleich machen. Mache ich jetzt ziemlich links drauf. Dann Kupplung. Getriebe lassen wir. Diff lassen wir auch. Nee, dann lassen wir auch die Kupplung. Dann lassen wir auch die Kupplung. Bremsen. Ja, Bremsen machen wir. Na, wir fahren ja deutlich schneller am Fahrwerk auch. Fahrwerk auch. Ah, Fahrwerk. Ja, machen wir, dass es dann einstellbar ist. Nur, dass ich jetzt noch koppeliger fahren, aber. So, was machen wir? Überbügel, brauchen wir das? Nee, brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen ja nur, dass wir um die Kurve kommen. So, ein bisschen vorbereitet haben wir vom Handling her. Schauen wir mal. 29 kW mehr. Das ist schon eine ganze Menge. Da bin ich aber jetzt gespannt, wie er wirklich nur dreht. Oh ja, wir haben noch weniger Gewicht. Also weniger Gewicht, da ist... Das ist einfach fatal bei dem Wagen zu machen, weil ich glaube, der ist so hoppelig schon. Und dann fahren wir jetzt Goliath, Kolossus jetzt damit. Fahren wir jetzt eine Runde Kolossus. Was er jetzt wirklich drauf hat, Getriebe habe ich nichts geändert. Ist ja Originalgetriebe, also bin jetzt mal gespannt, wie er sich einfach verhält. Fahrwerk habe ich auch nichts eingestellt, Reifen habe ich nur die besten jetzt mal drauf gemacht, also irgendwie die Leistung auf die Straße bekommen. Wie gut der Wagen sich jetzt verhält. Da ist der Motor wieder dabei. So. Schauen wir mal, wie hoch er. Ja, der Wagen fährt deutlich flotter jetzt. Der dreht über 10.000 jetzt. Aber nicht die. Ja. Oh, mal schauen, wie schnell er wirklich gehen kann. Das Originalgetriebe. Ja, der hat wahrscheinlich auch in der Top-Pilot gestiegen. Gestiegen sein. Wie ich sage. Er hätte es nicht noch Fahrwerk machen. Das Ding geht ja schon. Jetzt ein Top-Speed. Okay, da hätten wir auch nach 90 machen können. Manchmal
schauen, ob man da wirklich Schluss macht, jetzt am Ende. Ja, da hätte er knapp 190 km/h fahren können. Jetzt, jetzt ist der Tacho nur noch am Anschlag. Der Tacho ist nur noch am Anschlag. So, jetzt geht's in die nächste Kurve. Das wird jetzt interessant in jeder Kurve. Und da geht's ja hier fast schon wieder am Anschlag. Da siehst du 10.000 Treter locker fröhlich vor dich hin. Ich pack das sogar hier. Also bei 10.200 ist für den Schluss hier. Dann sind wir jetzt, schauen wir mal, wie er weiter gehen kann. Ja, er macht schon seine Drehung hier. Aber dass man einen Motorradmotor auch einbauen kann, das muss ich jetzt nicht reißen. Meine Güte, ich habe hier über 10.000 Umdrehungen schon. Das ist schon, das ist nicht mehr wahr. Und wer gestern, heute sich jetzt wundert, gestern sich gewundert hat, wieso ich gestern am Abend eine Livestream gemacht habe, ich wollte hier unbedingt fahren und euch vorstellen, also habe ich gestern Abend schon einen Livestream gemacht. Und den hier zu gefunden. Und jetzt dreht er sich nochmal. Der jubelt sich ein. Er zappelt sich ein, kann man auch sagen, ein. Dabei, was ich hier an Drehzahlen durch abverlange. Ja, jetzt sammelt er sich wieder kleiner an. Aber von der Drehzahl her. Ja, guck mal, den Koch, der tut. Da kann ich sich das eigentlich zu hart eingestellt haben. Aber wie er sich ein Abjurist hoch abdreht, also. Ich kann bloß mich nicht wundern, wieso der Prüfstand. Auseinandergeflogen ist bei Braunschweig. Aufgrund der Notdrehzahl. Ja, ich bin mal gespannt, jetzt müssen die noch mal jetzt noch kommen. 190. Ja, hier im Zug, wie er jetzt dreht, hat der Jaguar kann deutlich schneller. Muss wenig bremsen. Bleibe nur auf dem Gas fast. Das ist ja das Unglaubliche, wenn man auf der Autobahn muss da diese Drehzahlen sogar deutlich länger aushalten bei Langstrecken. Und da hat er seine Zuverlässigkeit gezeigt. So.
Okay, da tauchen wir auf die 120 Meilen zu. Also in Kurven bin ich ganz entspannt, weil ich ja richtig in die Kurven schon gehen kann. Sogar besser als der Toyota Corolla. Windschattenduell. Der ABC kann besser. Aber im Korb kann das nicht. Das wird jetzt immer interessanter. Jetzt komme ich. So, ab hier ist Schluss. Also, das war jetzt ein flottes Rennen im Drehzahlbegrenzer. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten PBFGV-Folge wieder im Subaru. Also, bleibt gesund und habt's gut. Und heute gibt es keinen Livestream. Der war schon gestern. Schade, dass ich euch letzte Woche gesagt habe, es gibt erst diese Woche hier. Aber kann ich ja noch angucken. Also, ich sag tschüss und bis zur PBFGV-Folge.